Was geht ab, Leute? Liebe Peak Family, euer Senat Gashi hier. In der heutigen Episode heißen wir neuen Athleten willkommen in der Peak Family, Max Holzer. Hey, cool, dass ihr hier seid. So Leute, für die, die mich nicht kennen, ich bin Max Holzer, ich bin 21 Jahre alt, MMA-Profi aus Hannover. Mein Rekord zurzeit ist 6:0. Und jetzt zeige ich euch einfach mal mein Zuhause. Kommt mal gerne mit. Ja, wir sind hier bei der zweiten Etage über dem Mediamarkt. Das Gym ist auch, glaube ich, eins der größten in Deutschland. Und seid auf jeden Fall gespannt. So Leute, hier seht ihr viele unserer Errungenschaften. Einige im Grappling, natürlich auch Boxen und MMA dabei. Manche davon habe auch ich gewonnen. Und jetzt zeige ich euch mal weiter einfach unser Gym. Ja, wir sind jetzt hier in der Fight School. In meinem Zuhause, hier trainiere ich, hier passiert die ganze Magie. Hier sind wir jeden Tag mehrere Stunden, morgens, abends und ja, hier habe ich auch alles gelernt seit Anfang an. Jetzt zeige ich euch auch meinen Trainer, von dem ich alles gelernt habe, seitdem ich den Sport mache. Ich habe auch hier in der Fight School Hannover angefangen, also ich war nirgendwo anders und bleibe auch hier. Und jetzt, ja, guckt ihn euch an. Seid gegrüßt. Ja, ich bin der Trainer von Max. Max habe ich seitdem er 13 ist bei mir. Und jetzt, wie alt bist du jetzt? 21. Ja, warst du 13 oder 14? 15. 15 war, Alter, doch, 15, ja. Ja, 6 Jahre jetzt, ne? Mhm. Seit 6 Jahren nervt er mich schon. Okay, jetzt habe ich ihn an der Backe. Das ist so wie mein Zierkind geworden. Also, ja, jetzt muss ich da durch. Ich habe ihn versucht, auch wegzuschicken. Habe ich ihn ein paar Mal hier rausgeschmissen, nicht echt, aber in andere Teams reingeschickt, aber ist mal wieder zurückgekommen. Jetzt habe ich ihn an der Backe, also ich werde ihn nicht los. Das Stockholm-Syndrom. Ja, auf jeden Fall, Max ist einer der begabtesten Jungs, die ich hier im Team habe. Wir haben ein paar gute Athleten und Max gehört zu den High Level und der ist von seiner Entwicklung, da fehlt noch viel, aber das kommt mit der Zeit jetzt. Er reift noch, er ist jetzt 21 Jahre alt. Ich denke, in 2, 3 Jahren ist er fertig gebacken und dann kann man ihn auf die Menschheit loslassen. Hurra! Guck mal, wer da ist. Alte Freunde. Moin Leute, was geht ab? Habt ihr schon das Video mit Zinnert und mir abgecheckt? Falls nicht, gönnt euch ihr nach. So Leute, gerade für vor dem Sparring und intensiven Trainingseinheiten empfehle ich hier das No Traffic von Peak, weil das sehr bei der Konzentration hilft, auch gerade wenn die Trainingseinheit länger und intensiver wird, dass ihr immer konzentriert bleibt. Mit natürlichen Inhaltsstoffen, keine Kalorien und ja, Koffein ist auch nicht enthalten. Also, so, das haue ich mir jetzt hier erstmal rein vor dem Sparring mit Zinnert. Und dann hoffen wir, dass ich das Ganze doch noch überleben kann. Aber erstmal genießen wir das Schöne. So Leute, es geht gleich los. Der Zenan macht heute mit Max ein Training. Er wird Max ein paar auf die Nuss hauen, ein paar Fäuste zeigen und Max wird ihn dann versuchen, in den MMA Platz zu machen. Okay Leute, dazu wird sich erstmal umgezogen. Boom! Let's get it on. Senat Gashi, Spezialtechnik, knöchelfrei. So, es geht jetzt gleich los. Senat übernimmt die Ersteinheit, das Boxen, und macht jetzt den Max und sich selber warm. Und dann das MMA übernimmt dann Max. Und ich bin dann der Unparteiische, der immer aufpasst, dass alles mit rechten Dingen hier zugeht. Also, wir fangen an mit einem normalen Dehnen. Dafür fangen wir vom Kopf an. Geht zu den Schultern, zu den Armen, zu der Brust, zum Bauch, zum Rumpf, zu den Knien, bis hin zu den kleinen Zehenspitzen. Es ist sehr wichtig, das systematisch zu machen. Nach dem Warmmachen würde ich gerne mit ihm eine Boxübung machen, wenn sie Schulter tippen. Man muss versuchen, quasi den Gegner an die Schulter zu tippen und darf sich nicht dabei treffen lassen. Auch eine sehr gute Warmmachübung. Und was man direkt auch sehen kann, der gute Mann ist Linkshänder, genau wie ich. Unbequeme Leute. Ja, eklige Leute, die schlimmsten von allen. Ja, aber lass uns trotzdem einfach das Training starten. Max, du warst doch weltweit unterwegs. Du warst in Brasilien, in Amerika, in Schleswig-Holstein. Ja. Wo war das härteste Training? Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass hier mein härtestes Training ist. Ich war schon in einigen Trainingscamps, aber ich muss schon sagen, hier werden wir gut auseinandergenommen. Was hat das mit deinen Ohren auf sich eigentlich? Ja, das sind Blumenkohlohren, die gehen kaputt beim Grappling, beim MMA-Training und dann läuft da Blut rein. Man muss immer wieder rausziehen mit einer Spritze. Ja, aber die sind am Ende halt einfach so hässlich, wie sie sind und fertig. So, bevor es ins Eingemachte geht, machen wir ein bisschen Pads noch, damit die Jungs sich ihre Gelenke warm machen, vernünftig. Und dann würde ich sagen, K.O. von Max in der zweiten Runde. Ja, das ist meine Prognose für den Boxkampf. Ja.
Man sieht schon, dass die zwei sehr gut eingespielt sind und dass die Kombination einfach sitzen. Sehr gut. Neuer Trainer, neuer Stil. Muss ich mir einspielen, aber sehr, sehr technisch. Schöne Richtungswechsel. I love it. Wir versuchen das immer technisch zu halten. Ich bin kein großer Freund von 10 Kombinationen, 20 Kombinationen. Lieber Einzelschläge, aber dabei die Beinarbeit. Die Füße müssen mitkommen. Die Balance muss mit sein. Wenn man immer Serien schlägt, sieht es zwar schön aus in den Pratzen, aber effektiv ist es nicht. Man muss immer diese Zwischenschritte mitbehalten. Man muss immer einen Schritt reinsetzen, hinterhergehen. Vernünftige Schläge setzen im richtigen Moment. Auf die Qualität und nicht auf die Quantität achten. Jetzt gehen wir zu einer Partnerübung. Dabei schlägt Partner A die Führhand. Und Partner B auch die Führung. Immer abwechseln, wir versuchen zu kontern, Lücken zu schaffen und es ist sehr interessant. Auf jeden Fall, der junge Box sehr druckvoll. Obwohl er viel leichter ist. Taffer Typ. Ja, schwer gegen ihn was zu treffen, gerade auch. Ich will es jetzt nicht nur auf den Größenunterschied schieben, weil er ist ja auch Boxer. Er macht seine Sache wahrscheinlich auch besser als ich, natürlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schweres Ding mit ihm. Die sollen jetzt ein bisschen härter machen. Ich habe jetzt ein Kommando gegeben, dass die jetzt hier nicht diesen Kuschelkurs hier fahren sollen, weil ich glaube, die beiden mögen sich so dolle, aber die sollen jetzt langsam anfangen zu kämpfen. Was ich bei Max hasse, er ist auch klein. Ich hasse gegen kleinere. Schwer, deine Lücke zu finden. Das war meine einzige Möglichkeit. Damit habe ich nicht gerechnet. So, der erste Fight ist vorbei. Denner hat gewonnen. 1-0 für ihn. Jetzt kommt der MMA-Fight. Schauen wir mal, was jetzt passiert. So, er hat sich jetzt hier an den Käfig begeben, um mir das Spiel leichter zu machen, weil im freien Raum würde ich wahrscheinlich nichts hinkriegen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Los geht's. Hack das Bein ein. Oh, jetzt kommt er nicht mehr hoch. Lockere Schläge ansetzen, entspannt, ja genau. Komm, mach irgendwas. Genau. Hier am Bälle setzt ein paar Schläge rein, ganz entspannt. Genau. Schau mal so. Genau, mal so. Lass ihn aufstehen, Max. Lass ihn aufstehen. Mal los, lass ihn aufstehen, Max. Schub. Lass ihn aufstehen, Max. Weiter. 100 Kilo, Mann, als Rucksack ist hart. Das ist übertrieben. Geil. Leute. Ich hab ihn gebissen. Er hat mich gebissen. Das war meine einzige Chance. Es gibt noch Blut und sein Zähnen. So, jetzt machen die Jungs einen Grappling-Kampf. Mal gucken, wer hier als Sieger hervorgeht. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin jetzt für alles offen, weil ich wurde überrascht heute.
Es macht Spaß, ganz andere Bewegung, aber lustig. So schnell gebe ich nicht auf. Los geht's. Und UFC schauen, habe ich ein paar Skills drauf, ist okay. Alter, ja Mann, UFC 4 ist der beste Trainer. Jetzt zeigen wir Ihnen zwei unserer Spezialitätsgriffe von unseren Hausen. Die Guillotine und die gedrehte Guillotine. So, jetzt kommt eine Guillotine. Und zwar sitzen wir hier auf dieser Position und machen den Gegner Platz mit den Armen, dass er hochkommt. In der Regel kommt er hier hoch. Er kommt hoch, er fühlt sich in Sicherheit, der Arm geht schon drüber. Ich gehe hier unten ran und greife meine Hände zusammen. Wupp, schiebe mein Knie rein und bin in dieser Position. Von hier aus mache ich mich klein und drücke zu. Die Knie sind zusammen, ihr müsst fest sein hier. Und jetzt geht's weiter. Er geht ja zur Seite raus. Fupp, ihr schmeißt ihn rüber. Greift ihn in den Dartstoke rein. In den Anaconda-Choke. Von hier aus, er wehrt sich, er schiebt seinen Ellbogen hoch. Dann schiebt eure Hüfte hoch. Geht mit den Armen rein. Und dreht euch. Wow, das ist ein Geheimtipp, nicht weiter sagen, okay? Ja, ich würde mal sagen, Geheimtipps im Internet sieht man auch nicht alle Tage. Ja, Leute, ich muss sagen, also im Boxen habe ich mich auf jeden Fall chancenlos gefühlt. Genauso wie wenn ich unten lag, auch im Grappling. Da habe ich auf jeden Fall sein Gewicht gemerkt, auch wie viel Power dahinter sitzt. Ja, aber ich muss auch sagen, es ist ganz normal, wenn man Grappling nicht aktiv trainiert, dann ist es immer recht schwer. Aber ich denke, mit ein paar Monaten Training wäre das für ihn schon eine ganz andere Nummer. Generell halt einfach, weil er athletisch ist, viel Kraft hat und auch im Schwergewicht, da sind die meisten jetzt nicht so mit dem größten Skill, ohne ihn zu beleidigen zu wollen. Also ich denke, er hätte auch im MMA gute Chancen und ich fand das Training sehr gut. Jungs, ich hoffe, ihr habt gesehen, was ein MMA-Fighter mit einem Boxer machen kann, wenn er will. Im Boxen natürlich keine Chance für Max, aber sobald es zum Boden geht, Max auf jeden Fall überlegen, auch mit 40 Kilo weniger. Ja, ich bin beeindruckt vom Sparring gewesen, hat echt Bock gemacht zuzugucken. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielen Dank fürs Training. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Du hast mich zerstört. Danke. Sehr nett von dir. So Leute, jetzt gehen wir zu eins der dynamisch, sage ich mal, meist anstrengendsten Übungen, die man überhaupt machen kann. Das Airbike, ja. Wir werden versuchen, während 30 Sekunden die meisten Kalorien rausbollert. Genau. So Leute, hier seht ihr jetzt meine Lieblingsgeräte, die Airbikes. Man stirbt immer und kotzt und verflucht sein Leben, während man darauf trainiert. Aber das ist das Einzige, was uns wirklich die Konditionen bringt, die wir auch im Kampf benötigen. Die Challenge wurde runtergeschraubt von 30 auf 15 Sekunden, ja? Weil 30 zu langweilig. So, erste Runde, ja? Ihr seht gerade an Max sein Gesicht, wie motiviert er ist. Wie viel Bock er hat, das zu machen. Er muss leider heute noch Sparring machen. Und er hat Angst, dass er heute nur auf die Schnauze kriegt. Aber ist egal. Und ich freue mich darüber. Los, los! Los, Mann! Weiter, weiter, weiter! Stopp! Jetzt seid ihr dran. Los! Ich bin noch verletzt am Knie, also noch nicht 100% fit, deswegen mache ich nur mit Armen und ich werde trotzdem die Jungs schlagen. Und was ist mit den Männern? Ich sehe keine.
Scheiße. 30, ist okay. Leute, ich hab's geschafft. Es war ein schwerer Kampf. Ich bin zweimal ausgerutscht, aber ich habe an die Tee gedacht. Auch er wollte nach Hause. Deswegen habe ich Gas gegeben. Nach dem Training Wasser. O2. Das Beste, was es gibt. Du musst weg von der Wasserquelle. Wir brauchen Wasser. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich würde mal gerne wissen, wie das wäre, gegen einen MMA-Fighter zu gucken, wenn er shooten muss. Also nicht von der Grappling-Situation. Ja? Mal schauen, wie das da ist. Okay, okay. Ich hätte ihn schon viermal K.O. gehauen. Okay. Alter, Scheiße! Und da hat er den Rücken wieder. Verletzten Körper noch 4 Minuten. Klopp mal raus, klopp mal raus. Ja? Ui! Ihr wisst Bescheid. So Leute, das Training ist geschafft. Jetzt gebe ich hier einmal kurz Jugendtraining. Heute steht Wrestling, Cagework, Grappling auf dem Plan. Da haben wir meistens nicht so viele. Die meisten interessieren sich fürs Boxen. Aber ja, generell macht mir das Spaß, Wissen weiterzugeben. Zumindest die Dinge, die ich selber gelernt habe, die Erfahrungen. Und ja, jetzt machen wir uns einfach mal daran, das Training hier zu gestalten. Okay. Leute, ich sage euch, das Beste, was ihr an Training nehmen könnt und nehmen müsst, das Whey-Protein. Geil. Einfach Regeneration, Recovery. Und geil für den Muskel. Was wollt ihr mehr? In meiner Lieblingssorte White Chocolate Strawberry. Das ist sehr männlich. So, liebe Peak-Freunde, ich würde sagen, der gute Max hat den Vertrag bei Peak verdient. Willkommen im Team, mein Lieber. Danke dir. Eine große Ehre und jetzt werde ich mich hier für immer und ewig verpflichten mit meiner Unterschrift. So, hervorragend. Die schönste Schrift der Welt. Sehr gut. Willkommen in der Peak-Familie. Deine Seele gehört uns.